Bildungssystem in der Schweiz ist in den letzten Jahren massiv geschwächt worden. So kann es nicht weitergehen, sagt die SVP. Am SVP-Bildungssonderparteitag in Ebnat Kappel hat sie einen umfangreichen Forderungskatalog verabschiedet. Wo sind denn die Schwächen in unserem Bildungssystem? Eine grosse Schwäche ist die ständige Reform unserer Volksschule. Wir haben das Gefühl, wir müssen jährlich wieder jenste Sachen ändern, neu machen. Die Lehrer haben gar nicht mehr Zeit, sich um das Eigentliche zu kümmern, um die Bildung unserer Kinder. Es gibt Schwächen im Lehrersystem. Es sollte wieder eine pädagogische, praxisorientierte Lehrerausbildung geben für Leute, die sehr praxisnah arbeiten und nicht mehr die Akademisierung bevorzugen. Ja, es gibt die Schwächen, eindeutig. Ich kann das beurteilen, ich bin Prüfungsexperte bei Abschlussprüfungen von Lehrlingen und stelle dort immer wieder drei Sachen fest. Das eine ist mangelnde Fachkenntnis. Das zweite ist, dass wenn das mangelt, dass es auch Schwierigkeiten gibt, Arbeitsanweisungen und Aufträge zu verstehen. Das dritte ist Interesse und Motivation, damit die Leute nachher im Leben auch selber bestehen können. Die Schweiz hat ihr Bildungssystem im Rahmen der Bologna-Reform im letzten Jahr international harmonisiert. Kann unser Land jetzt einfach ausscheren und ein bildungspolitisches Sonderzügli fahren? Nein, ich denke, die internationalen Normen müssen wir halten, damit auch die Durchlässigkeit gegenüber dem Ausland gegeben ist. Aber wir können qualitativ noch Wesentliches verbessern innerhalb dieses Systems, weil wir hat auch hier in der ersten Reaktion übertrieben und etwas aufblasen, das viel Luft hat und zu wenig Substanz. Das muss man noch korrigieren, ohne dass man am Grundsatz etwas ändern muss. Zu der Rolle der Lehrer. Für die SVP ist der Lehrerberuf nicht in erster Linie ein akademischer Beruf, sondern ein Führungsberuf. Braucht es mehr Strenge? Strenge kann durchaus etwas sein. Ich glaube aber, es braucht vor allem mehr Vorbild, weil Junge wollen Vorbild, Junge wollen sich neu können orientieren. Und ein Lehrer ist eigentlich von seiner Rolle her schon fast ein Vorbild. Und das sind Sachen wie Disziplin, wie Pünktlichkeit, wie auch Motivation sind ganz wichtig und auch fordern. Nicht nur ein bisschen spielen mit den Kindern, sondern man muss auch klare Grenzen setzen. Das suchen die Kinder ja immer und diese Grenzen werden oft nicht mehr gesetzt oder man lässt zu, dass sie überschritten werden. Das ist falsch. Hat die Schule nicht auch eine erzieherische Aufgabe, weil die Eltern die immer mehr vernachlässigen? Ich glaube, die Schule kann es nicht, weil die Schule hat die Aufgabe nicht, sie hat Zeit nicht und die Mittel nicht. Was die Schule kann und muss, ist durchs Vorbild wirken. Und das ist also das Nebenprodukt eigentlich von der Erziehung, dass die Kinder wenigstens neu mit dann vielleicht das Vorbild haben, wenn sie das daheim nicht haben. Wie lauten die wichtigsten bildungspolitischen Forderungen von der SVP? Praxisorientiertheit. Es muss sehr praxisorientiert werden. Paradebeispiel die Fremdsprache, dass man gerade konkrete Beispiele spielt. Wir bieten eine Alternative mit der sogenannten Lehrerlehre, die sich sehr an der Praxis orientieren soll, zum heutigen System von der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer an den pädagogischen Hochschulen. Die sind zum Teil nicht mehr sehr nahe an der Praxis und schon ein bisschen verakademisiert. Und viele Lehrer können erst auf die Welt, wenn sie dann in diesen Beruf einsteigen und nach ein paar Jahren werfen sie den Bettel an. Zweiter Punkt, wir wollen an dem dualen Berufsbildungssystem, also eine Lehre und begleitend dazu in die Berufsschule unbedingt festhalten. Wir haben zwar in der Schweiz eine tiefere Maturitätsquoten als im Ausland, dafür haben wir sehr eine tiefe Jugendarbeitslosigkeit und das hängt auch mit unserem Berufsbildungssystem zusammen. Wie geht es jetzt weiter? Plant die SVP bildungspolitische Vorstöße in dem Parlament? Das ist klar, die Ideen von diesem Parteitag sollen jetzt auch raus in die Sektionen und vor allem raus in die Kantone. Wir haben zum Beispiel 6 Bildungsdirektoren, heute sind einige da und die nehmen die Ideen sicher mit, wobei es uns bewusst ist, wir haben hier eine Herkulesaufgabe vor uns.